Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Ich habe ein, zwei Nebenmissionen gemacht und habe ein bisschen hochgelevelt und jetzt machen wir mit der Hauptstory weiter. Wir sollen ja da mit Mr. Ollivander reden. Und genau das tun wir. So. Moment. Jetzt. Okay. Guten Tag. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ist fertig. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Also ich würde ihn gern selber nutzen, so allgemein, weil er sieht echt schön aus. Oh oh. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Ranrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Fuck. Scheiße. Das war jetzt fies. Wir müssen mich jetzt gerade direkt gefangen. Oh, ich kann da wirklich hin und her schalten. Oh, ja, alles klar. Ein Lamm auf. Ist das alles? Ah, ich kenne deine Art. Ihr seid spannend. Ja, Gott sei Dank hat sie einen Haufen Sachen zum irgendwo dagegen schmeißen.
Wobei. Nice. Ah. Alter, wir sind denn hier? Du hilfst mir mal bitte. Aua. Komm, drück Y. Verdammt nochmal. Dankeschön. Wärst du doch zum. Na? War's das? Ja, genau. Rookwood, du wirst aufgehen. Arresto, Moment. Potato. Hast du vor, zurückzuschlagen? Potato. Du kannst nicht ewig standhalten. Ich habe keine Geduld. Nice. Nein, du kannst mich nicht verbinden. Nice. Ach ne, jetzt sind die Untoten hier. Fuck, ich brauche einen Feuerzauber. Auf hier vielleicht. Oder, warte mal. Ey, was hab ich? Ich hab doch eh Kunde vom Fingo auf 2. Fuck. Komm, Finisher! Fluch! Inzenten! Für einen nice! Ah, nochmal? Ja, probiert's nochmal. Wow, den hat's gerade mal instant zerfetzt. Okay. Dann hätten wir mal ein Problem weniger. Unglaublich. Was? Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Ja. Ja, da hinten ist noch irgendwie ein Schatz. Rivelio. Ah, da. Ich muss mit den Freunden von Mr. Bickle sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Ja, später. Ich falle mir dich mit Sebastian noch in die seine Krypta und dann kriege ich nämlich selber Adaba Kedaba. Ah. Ja. Nee, falsch ausgesprochen. Okay, Kartenkammer. Oder kann ich... Nee, es geht noch nicht.
Zentaunter Stein könnte man gerade noch machen. Ist was? Hauptmission, einmal Nebenmission. Machen wir das mal schnell. Jetzt können wir da endlich in die Höhle gehen. Oh, die ist eh in der Nähe. Bitte einmal dahin. Ja, komm, Spiel. So weit ist das jetzt nicht weg. Dankeschön. Auch wenn die anderen Reittiere richtig geil sind, aber am praktischsten ist halt schon noch irgendwie der Besen. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Södle, ich war mal da. Du bist hier. Moinsen. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Ja, schauen wir uns doch mal um. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Irgendwelche Goodies gibt's so oder so. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich schlecht. Für das, was ich noch so vorhabe. Ab in den Dungeon. Hoffentlich wäre ich dann ein Level höher. Können wir das mit Sebastian machen? Ziehaktion. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Anderer Zauber. Das hier. Akio. Und wieder Spinnen. Ja, das habe ich doch gern. Confrito! Cool. Sieht eigentlich nur irgendwie schön aus. Was? Oh, und da. Nice. Okay, das ist ein Rätsel. Fehlt noch irgendwas? Ah, I see. Confringo. Oh, was soll ich? Schauen wir uns mal da um. Warum lässt du mich nicht rein? Ach, geht doch. Oh, schön. Aber ich glaube, ich sollte... Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Okay. Rebellion. Schmetterlingsding da. Rebellion. Wo sind die entsprechenden Gegenstücke für das? Da ist ja auch noch was. Incendio. Ah, da ist schon mal nochmal eins. So, es werde Licht. Mit dem da. Lumos. Lumos. Na? Hat das jetzt schon gereicht? Okay. Akio. Konfringo. Ja, dann wird es wohl der sein. Aber was bringt das? Was?
Ah. I see. Ein Schatz. Cool. Nein, Ausrüstungsplätze sind voll. Mann, na gut, dann machen wir halt wieder Sachen kaputt. Oh, das hat vielleicht sogar was. Verteidigung 17. Okay, den Rest machen wir hier mal kaputt. Von den ganzen Nebenmissionen. Oh, das ist nochmal eins besser. Oh, das ist auch noch kaputt. Kaputt. Das war halt mit Offensive besser. Gut, da haben wir noch was Neues. Da wissen wir jetzt, was es kann. Outfits. Was schlechter. Kommt weg. Und Umhänge. Auch schlechter. Gut. Schade. Also, weiter in der Höhle. Ab zum Mondstein. Gibt es da was zu sehen? Moment mal. Geheimgang. Rebellion. Das sieht nach Kampf aus. Ja, das hat Spinnen da hinten. Einmal den hier. Dankeschön. Ach hier. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, wie geschützt wird. Das werden wir, glaube ich, früh genug herausfinden. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Ah, wieder so ein Teil. Zweimal gleich. Jetzt hier da hinten drin. Aha. Lumos. So. Ich denke, wir sollten Motten finden. Na, gehst du jetzt da rein? Ja, eine fehlt jetzt noch. Da hinten verbirgt sich eine Truhe. So, der Zauber, den machen wir mal dahin. Oh, das bleibt jetzt so. Okay. Lumos. Ja, komm, geh halt da rein. Hallo. Lumos. Vielleicht helfen uns die Runen, um die Motten zu finden. So, das war's. War doch gar nicht so schwer. Noch ein Hindernis. Oh. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Lumos. Ja, gleiches Spiel wieder. So. Nee, nehme ich jetzt nicht mit. Ach shit, wir brauchen da drei. Okay, dann kommst du wieder mit. Lumos. Hoffentlich sind die anderen zwei hier drin. Irgendwo in der Nähe. Ach hier. Ja, natürlich nicht. Rebellion. Da unten ist irgendwas. Und da hat es auch nochmal so ein Drehteil. Ja, okay, dann werden wir das halt mal drehen. Komm nochmal mit. So, gehen wir auf den hier. Was
Was ist jetzt anders? Ah. Oh, I see. Okay. So, schnell. Du musst. Lumos. Gut, dann hätten wir schon mal zwei. Aber was kriege ich Nummer drei her? So, komm mit. Revelio. Ich sehe aber auch nichts mehr Interessantes. Ich meine, wir könnten hier mal alle aufmachen. Was irgendwie nichts gebracht hat. Wo könnte Nummer 3 sein? Oh, Geld einsammeln. Kammer geht's halt auch nicht weiter. Und hier darauf kann ich nicht? Oder vielleicht doch? Nee. Rebellion. Was übersehe ich? Da hinten sind Gegner. Sehr schön. Da unten im Wasser ist auch nichts. Auf der anderen Seite. Wo ist Nummer 3? Da sind wir vorbeigegangen. Ah. Und hier mit Revelio zeigt er mir halt auch nichts an. Was heißt, haben wir da schon alles? Okay, liebe Leute, ich frage doch mal Dr. Google und dann sehen wir uns gerade direkt wieder. Okay, ich bin wieder da. In diesem Raum ist noch eine zweite. Das ist eine Kombi mit einer dieser Dinger da. Das war's nicht. Nee, vielleicht so und so. Nee. Ah, so rum. Nee, dann ist es aber das hier aufgegangen. Eins ist noch. Ach, hier. Kann ich mich vielleicht zweimal rausziehen? Mann, wie geht das hier auf? Ich komme nicht drauf. Ach hier. So und so macht's ja auch nichts. Das ist ein Eierkombi. Ah, jetzt. Lumos. Komm mal mit. Motte Nummer 3, Gott sei Dank. Na, was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? Du hast es geschafft. Ja, mit Hilfe. Imperium, wir müssen das nicht nochmal tun. Incendio. Ouch.
Okay, ich möchte anstatt den Feuerzauber wieder das da haben. Bitte, danke. Nice. Ach Mann, so kann ich den wieder nicht angreifen. Oh ja, was versehen. Die rausgeholt? Oh, immer schön mit Vasen nachschmeißen. Okay, weiter geht's. Level up ist gleich mal da. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an. Ganz deiner Meinung. Wo brodelt das Wasser? Ach, da. Tauchaktion? Oh, okay. Ist echt schön. Ah, jetzt sind wir da auf der anderen Seite. Bei Merlin. Kurzen Moment. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Wie kommen wir da jetzt am einfachsten rauf? Einfach so straight forward? Nee. Dann halt einmal schwimmen. Ah. Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. So, wir haben, was ja, wir wollen. Hammer. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Okay. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Also wir gehen jetzt da direkt hin, nicht so mit Eule schicken und sowas. Das wäre jetzt echt schön. Please wait. Loading. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Es hat besser mit den Schnatzern zu tun. Was es auch ist, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Okay, wirklich. Wie kommen wir da rüber? Ach so, da ist der Weg. Alles klar. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Ach, da unten. Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Das ist aber eine aggressive Oma. Dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Den Satz habe ich doch schon mal gehört. Okay, was passiert jetzt hier gleich? Sagen, wo der Mondstein hingehört. Oh, du bist süß. Oh, die machen ein Symbol. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond.
Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin, ich... Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Okay, das ist dezenter Plot-Twist. ja. Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Tut mir leid, ich habe oft darüber nachgedacht, aber ich schäme mich dafür, wer meine Familie ist. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Okay. Wie fühlt man denn so einfach, ohne dass uns seine Kollegen da töten? Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Eben, vielleicht sag ich doch. Sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Nein, lass das doch jetzt machen. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Na gut, dann geht's halt wieder ins Schloss. Schade. Ich wäre jetzt gerade direkt losgegangen. In irgendeine Richtung. Okay. Also dann schickst du mal wieder Post, wenn es soweit ist. Und ich glaube... wo ist jetzt die Mission? Ach, auch Level 28. Na gut. Dann machen wir das mal. Kartenkammer. Karte. Geheime Räume. Kartenkammer. Let's go. Na, braucht jetzt ein bisschen länger. So. Guten Tag zusammen. Servus. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Bekam also verdient. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld.
Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Also sind wir die ganze Zeit eigentlich gerade drüber gewesen. Oh, bitte lass es nicht den Final Showdown sein. Ich will das mit Sebastian noch machen. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und... Jetzt geht's los. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Oh, okay. Oh, scheiße. Ob Renrock hier ist. Ja, wenn, dann dauert es nicht lange. Oh, scheiße. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Das kennt die Gegend. Es muss irgendwo sein. Wir müssen in der Nähe sein. Nice. Das ist noch mehr. Nee, der ist ja auch noch da. Gut. Was ist jetzt? Renrock muss irgendwo sein. Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Ja, so geht's auch. Kann ich da vielleicht noch... Ja, wir machen das so.
Und so. Und da ist so. Da einmal den hier. Gut. Oh, scheiße. Ach, fuck. Also die andere Katastrophe. Ich sehe. Defendo. Nice. Oh, fuck. Vielleicht kann ich da ausweichen. Danke schön. Nice. Ah, oh, Finisher, Finisher. Komm jetzt. Ja, und jetzt habe ich ein neues Level. Geil. Dann erstmal einsammeln. Komm, trink. So, komm, werd wieder normal. Komm jetzt. Okay, danke schön. Eine Sackgasse. Was nun? Nee, das ist keine Sackgasse. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, mein junger Freund. Sehr gut. Danke, dass hier überall die Tränke rumliegen. Lumos! Renner muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Uns bleibt nichts anderes übrig. Lumos. Wir müssen weitersuchen. Was wetten, dass es kriegt und wir dann gegen ihn kämpfen. Nice. Oh, ich muss das mit dem Verwandeln öfter machen. Nein, nein. Scheiße. Alla. Okay, einsammeln. Was?
Gut, haben uns bisher wenig Glück gebracht. Ja, das stimmt wohl. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Danke schön. Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Da geht's ja ganz schön ab. Wir sind wieder mit ab dem Zeit, der das sagen kann. Sie kommen genau rechtzeitig, Professor Hecht. Da, Professor. Alter, die Musik dazu. Alter, ich kann mich nicht mal bewegen. Ach, scheiße. So, jetzt. Okay, war's das? Wunderbar. Ja, klar. Komm jetzt. Oh, vielen lieben Dank. Oh, der Troll ist wieder gegen uns. Was Nummer 2 jetzt? Oh oh. Geht es weiter?
haben es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich kann mich wirklich entscheiden. Ich werde es hier, dass ich werde es öffnen. Will ich Badass sein und richtig mächtig werden? Was mich aber dann verändern wird. Ich werde es öffnen. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was Sie gesehen haben? Was ist mit Isidoras Schicksal? Ja, ich spiele jetzt die böse Karte. Isidora wusste, dass sie damit Leuten helfen konnte. Ich werde meine Fähigkeit nutzen und ihr Werk vollenden. Darauf aufbauen. Oh, da mache ich mir jetzt viele Feinde. Das könnte alles furchtbar schief gehen. Ich denke, das sollten Sie von uns allen am besten wissen. Ich kenne die Verheißung, Professor. Mit meinem Wissen kann ich die Fehler vermeiden, die Isidora gemacht hat. Ich kann lernen, diese Magie für das Gute zu nutzen. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, nichtig-tuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Fuck. So eine Scheiße. Jetzt die Macht des Behältnisses. Deine tägliche Magie ist meinem gewachsen. Was genau muss ich denn jetzt machen? Das ist ja nicht wirklich. Potato! Was war das jetzt? Protego.
Hexen. Nice. Ah, es geht weiter. Na? Du hältst mich nicht auf! Mann, der Drache könnte ich sein. Was ist unser neuer Spielplatz hier? Gibt deine Gesundheitsleiste nicht. Was ist das zweite? Ah, fuck. Fuck. Oh, das war nicht so gut. Autsch. Ah, wir haben wieder die Kugel hier. Fuck, es tat weh. Alter, ich brauche mal andere Zauber. Bombarda vielleicht noch mit dazu. Statt dem machen wir dem hier. Und vielleicht noch. Das wird Nuss. Ja, das haben wir eigentlich schon verlangsamt. Der funktioniert ja eh nicht. Oh, X. Nice. Ah, die nächsten Orbs. Ja. X, komm, auf. Nice. Oh doch. Warum bin ich jetzt noch so langsam? Jetzt hier weiter? Oh. Ich muss näher ran. Alter. Ich muss mal Y drücken bei sowas. Haben wir jetzt wieder die Ops? Nee, fuck, bla. Ah, fuck. Komm. Scheiße, es ist nicht bereit.
Aber... Oh ja, sicher, komm. Das hat mir getan. Du willst sterben! Zauber, Renrock! Oh, das ist jetzt vorbei mit Fliegen. Fuck, 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 fuck. Ja. Ich weiß nicht. Ich schieße da hoch. Alter, ab, 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 ab. Was ist jetzt? Nein. Fuck. Das ist... Ops. Sind die anderen? Fuck, 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 fuck. Komm, zwei, 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 zwei. Nein. Alter. Mann. Ihr habt's lange gebraucht. Der Welle denn mal machen. Da, fuck. Akio. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe jedes Mal getroffen werden. Oh, ja, X, X, X. Nice. Akio. Mit Y einfach schneller diese scheiß Geschosse wieder zurückschmeißen. Ah, fuck. Okay, gut. Versuchen wir es nochmal. Oh, das wird schlimm, ey. Das darf doch nicht sein! Du wirst sterben! Ah, wenigstens ab dem Punkt. Das ist das Ende, Renrock! Nein! Du kannst mich aufhalten! Komm, lauf, 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 lauf. Nein, warum hat das jetzt nicht... Alter, scheiße. Alter, nein, Nummer zwei. Kommt dahinter eben nochmal. Scheiße, ist verschwunden. Nein! Ach, Moment. Fuck. Ah, da hinten der letzte. Nein! Jetzt bestimmt wieder auf der Seite, oder? Alter, lauf! Nein! Nicht mehr! Ist hinten!
Position. Alter, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah, das schon wieder. Alter, was laufst du immer auf mich zu? Ah. Oh, Tank. Nice, 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 nice. Oh, X, 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 X. Fuck. Ab weg. Lauf, 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 lauf. Yes. Ich glaub, langsam habe ich seinen Flow draußen. Aber auch nur so langsam. Yes. Nein. Ah, oh, dieser Arsch. Geh weg. Scheiße. Was soll da drauf gegangen? X, nix, X. Lauf, 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 lauf. Nein! Hau ab! Alter, geh, 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 geh! Jetzt! Oh ja, X, X, X! Komm! Haben wir's jetzt! Letzte Off-Kugel. Komm, wo ist sie? Nein, ich hab sie verpasst. Ja, dann braucht wieder so langsam Refresh. Nice. Nein, scheiße. Halt, halt, halt. Warum machst du das nicht? Alter, ausweichen, ausweichen.
Das war ja jetzt mal endgeil. Oh, wie krass. Oh, cool. Aber wir haben sie jetzt wieder eingeschlossen, anstatt dass ich gesagt habe, ich mach's hier auf. Okay. Professor Eleazar Fink. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Weasley hat sehr treffend über ihn gesprochen. Man wird sich gut an Fick erinnern. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Ranrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ich muss über vieles nachdenken. Wir sprechen uns bald. Oh, stimmt, an das, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, an diesem einen Satz da. Oh,
Okay, das heißt, wir dürfen jetzt wieder ganz normal weiterspielen. Mit den ganzen Gratulationen. Du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Studios erreicht. Deine Zacks nahen und es ist Zeit, deinen Fortschritt in den Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe alle noch offene Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er ja. Weiß etwas über die Demigod. Jetzt kommen die ganzen. Also im Let's Play werde ich natürlich hier keine 100% machen. Es ist sogar eine Mission, die ich jetzt noch unbedingt machen möchte. Und zwar ist es das mit Sebastian, wo man. Wobei. Wir haben jetzt auch das da mit Poppy. Wo bin ich jetzt bei der Katakombe? Ich würde sagen, die zwei machen wir in der vermutlich letzten Episode nach dieser. Aber das war. Krass. Und ich muss sagen, die Story war geil, cool inszeniert. Und was ich halt am meisten gemacht habe jetzt bei Hogwarts Legacy, du hast halt das Gefühl gehabt, du kommst halt wirklich langsam voran. Und wir sind ja auch langsam vorangegangen. Und es wäre ja vermutlich noch langsamer gegangen, wenn ich noch viel mehr Nebenmissionen gemacht hätte oder mir andere Orte angeschaut hätte. Es haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt. Kaum Wiederholungen, Rätsel sind okay, super auf mein Niveau, Schwierigkeit auch. Passt sehr gut. Und wunderschöne Welt. Überall gibt es was zu erkunden und sie haben da wirklich viel Liebe ins Detail reingesteckt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie findet ihr die Hauptstory? Schreibt es doch mal in die Kommentare runter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.